Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe, die steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Bund und der Treue hält in Ewigkeit und der niemals, niemals preisgibt die Werke seiner Hände. Amen. Liebe Schwestern und Brüder in Christus Jesus, liebe Gemeinde, liebe Zusehende und liebe Teilnehmende, ich grüße Sie und euch zu unserer dritten Videobotschaft unserer evangelisch-reformierten Kirchengemeinde in Uelsen. Schön, dass Sie jetzt anwesend sind. Ich möchte zu Anfang beten. Gott, Grundgütiger, es ist immer noch seltsam. Es ist immer noch befremdlich, dass wir jetzt hier nicht zusammen sein können, dass wir nicht miteinander dich feiern und ehren können. Dass das nicht möglich ist, das schmerzt uns. Gott, wenn wir Menschen auch nicht beieinander sein können, so möchte ich dich bitten, sei du bei uns. Sei du bei uns in diesen anderen Zeiten, in diesen anderen Formen von Gemeinschaft, in der wir uns erst einfinden müssen. Sei einfach bei uns und leite uns. Zeig uns einen Weg, eine Ahnung, ein Licht, eine Hoffnung. Lass uns bewusst werden, wie kostbar Leben ist. Wie gut Gemeinschaft und wie wertvoll das Miteinander. Liebender Herr, ja, lass uns das in dieser Zeit neu entdecken und mitnehmen in die Zukunft, die kommen wird. Amen. Ich lese aus dem Markus-Evangelium die Erzählung vor, in der Jesus nach Jerusalem einzieht. Markus 11, die Verse 1 bis 9. Ich lese aus der Guten Nachricht. Kurz vor Jerusalem kamen sie zu dem Ort Bethphage und Bethanien am Ölberg. Dort schickte Jesus zwei seiner Jünger fort mit dem Auftrag, geht in das Dorf da drüben, gleich am Ortseingang. Da werdet ihr einen jungen Esel angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch geritten ist. Bindet ihn los und bringt ihn her. Und wenn jemand fragt, warum macht ihr das? Dann antwortet, der Herr braucht ihn und wird ihn gleich wieder zurückschicken. Die beiden gingen also hin und fanden tatsächlich den jungen Esel draußen auf der Straße an einem Hoftor angebunden. Als sie ihn losmachten, sagten ein paar Leute, die dort standen, was tut ihr da? Warum bindet ihr den Esel los? Da sagten sie, was Jesus ihnen aufgetragen hatte, und die Leute ließen sie machen. Die beiden Jünger brachten den Esel zu Jesus und legten ihre Kleider über das Tier, und Jesus setzte sich drauf. Und viele Menschen breiteten ihre Kleider als Teppich auf die Straße. Andere rissen Zweige von den Büschen auf den Feldern und legten sie auf den Weg. Die Menschen, die Jesus vorausliefen und ihm folgten, die riefen immer wieder, gepriesen sei Gott, heil dem, der in seinem Auftrag kommt. Heil der Herrschaft unseres Vaters David, die jetzt anbricht. Gepriesen sei Gott in der Höhe. Soweit der Text. Liebe Schwestern und Brüder in Christus Jesus, liebe Leute, wir sind in der Passionszeit. Und vielleicht ist sie uns in diesen Wochen präsenter als sonst, weil an uns selber leben wir eine Form von Passion. Die Welt ist krank. Kontinente, Länder, Menschen erkranken an einem Virus. Corona. Er ist unheimlich. Man sieht ihn nicht. Man fühlt ihn nicht. Man riecht ihn nicht.
Und doch ist er da. So ist Social Distancing das Gebot der Stunde. 1,5 Meter zwischen dir und mir, um deinetwillen, um meinetwillen, um unsretwillen. Aber wir merken auch, das ist so schwer. Wir sind nicht auf Distanz hin geschaffen. Gott hat niemanden so erschaffen, dass er sich separiert. Aber es muss sein, so schwer uns das auch fällt. Das normale Leben steht seit 2 Wochen auf Standby, auch in unserer Gemeinde. Gottesdienste, Taufen, Trauungen, Besuche können nicht mehr stattfinden. Beerdigungen dürfen nur draußen und im kleinen Kreise begangen werden. Es ist traurig. Unsere Welt ist nicht mehr so, wie wir es gewohnt waren, wie es normal war, wie wir es für selbstverständlich hielten. Alles ist anders. Liebe Menschen da draußen, am kommenden Sonntag ist nun Palmsonntag. In der Geschichte, die ich gerade gelesen habe, stehen viele Menschen beieinander, so stelle ich es mir vor, um Jesus in Jerusalem willkommen zu heißen. Dieses Jahr müssten sie zu Hause bleiben. Wir haben Passionszeit und nicht nur kirchlich. Diese Zeit der Passion ist traditionell eher eine stille Zeit. Und tatsächlich, unsere jetzige Zeit ist viel ruhiger als sonst. Wenig Verkehr, wenig los auf den Straßen, wirklich wenig Begegnung face to face, Stillstand allentwegen. Ganz anders als in dieser Geschichte. Da geht was, da ist was los. Jesus kommt, Menschen, Gerede, Lachen. All das, was wir jetzt vermissen. Christenmenschen gedenken in diesen Passionswochen in besonderer Weise des Leidens Jesu. In unserer Zeit steht uns das dazu auch das Leid der Menschen vor Augen. So viel Kranke, so viel Leid. So viel Tod. Noch gar nicht vielleicht so sehr bei uns, aber umso mehr in Italien, in Spanien, in den USA. Und wie soll das bloß werden in den Flüchtlingslagern auf Lesbos? Wie wird das werden in Indien oder in den Ländern Afrikas, wo die Menschen so dicht aufeinander hocken müssen? Schutzmasken? Schutzkleidung fehlen selbst bei uns und man glaubt das kaum. Krankenhäuser, Gesundheitssysteme geraten an ihre Grenzen. Menschen kommen an ihre Grenzen. Es ist Passion, direkt vor unseren Augen. In dieser Zeit ist es nur allzu deutlich. Liebe Gemeinde, die Geschichte vom Einzug Jesu nach Jerusalem ist die einzige der Passionsreihe, in der die Menschen Jesus bejubeln. Sie bejubeln den, der im Auftrag Gottes kommt und dass in ihm die Herrschaft dieses Gottes anbricht. Sie bejubeln Jesus, der uns der Christus ist. Und auch wenn am Anfang der Karwoche der Jubel steht, am Ende, da steht das Kreuz. Und daran hängt der, den sie hier an dieser Geschichte bejubeln. Am Ende stirbt Jesus an diesem Kreuz, weil er nicht der ist, den sie sich erhofften. Liebe Menschen an den Smartphones, und am Laptop, was hoffen wir?
Was erhoffen wir uns in dieser, nach dieser Zeit, die uns Passionszeit ist? Ein weiter so? Ein Weitermachen wie zuvor, als wäre nichts geschehen? Aber das ist es. Es ist etwas geschehen. Ich wünsche mir, dass es einen Neuanfang gibt. Dass wir nach dieser bleiernen Zeit, wenn sie endlich mal beendet ist, und auch hier schon jetzt den Wert der Mitmenschlichkeit neu schätzen. Dass Nächstenliebe keine fromme Phrase ist, sondern dass man erkennt, dass wir erkennen, wie kostbar, wie einmalig Leben ist. Ich wünsche mir, dass wir erkennen, dass das Miteinander, die Gemeinschaft, die Gemeinde elementar ist für unsere eigene Mitmenschlichkeit, für unsere Menschlichkeit. Und da sehe ich so viel Gutes in diesen Zeiten. Telefonanrufe, die geführt werden. Menschen, die für andere da sind, einkaufen, die Nachbarschaft, all das wird so hervorgehoben und das ist gut. Und ich wünsche mir, dass diejenigen, die in den Spitälern, in den Pflegeheimen, in den Pflegeeinrichtungen, bei der Feuerwehr, an den Supermarktkassen oder wo auch immer jetzt ihren Mann und ihre Frau stehen, die Anerkennung bekommen, die ihnen zusteht. Und dass es nicht nur beim Applaus bleibt. Liebe Gemeinde, zum Schluss. Gott sei es gedankt, dass nach der Passionszeit Ostern aufbricht. Fest gegen den Tod, Fest des Lebens, Fest der Auferstehung Christi vom Totenreich. Aber noch nicht jetzt. Noch ist es nicht so weit. Noch brauchen wir Geduld. Aber dann, liebe Menschen, werden wir feiern. Amen. Ich möchte noch einmal beten. Gott, der du uns bist wie eine Mutter und ein Vater, ich bitte dich für die Krankenschwestern, die Pfleger, die Sanitäter, die Ärzte und Ärztinnen, die Feuerwehrleute und all für die anderen, die jetzt für die Kranken da sind. Sei bei ihnen und hilf ihnen durch diese schlimme Zeit. Sei bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Supermärkten und überall sonst, bei den Geschäften, die jetzt aufhaben. Vorher sind uns diese Menschen kaum aufgefallen. Jetzt sehen wir, wie wertvoll sie sind. Hilf ihnen und mach, gib Kraft, dass ihnen den Respekt zukommt, den sie verdienen. Und sei du auch bei uns, bei deiner Gemeinde. Steh uns bei. Vergiss uns nicht, auf dass wir dich nicht vergessen. In Christus Jesus sind wir mit dir verbunden. So segne und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei du uns gnädig. Herr, wende uns dein Angesicht immer freundlich zu und schenke uns und der Welt deinen Frieden. Amen.